heute Abend, liebe Zuschauer, wird Ihnen der Marsch geblasen und darauf können Sie sich wirklich freuen. Herzlich willkommen zum 18. NATO-Musikfestival im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Hier gibt ja normalerweise der Fußball den Ton an, 22 Mitspieler tanzen nach einer Pfeife, heute aber ist alles ganz anders. Heute gibt es hier ungefähr 600 Mitspieler und die brauchen keine Pfeife, nein, die brauchen einen Taktstock. Musikchors aus 6 Nationen und dem NATO-Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Südeuropa sind nach Kaiserslautern gekommen, um zu beweisen, dass Militärmusik nicht nur Marschmusik ist, nein, dass man da auch wunderbar drauf tanzen kann. Die Militärmusik, die Marschmusik, die wurde ja aufgelockert, vor allem in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ja, und wenn es Ihnen heute in den Knien juckt, dann wagen Sie ganz einfach ein Tänzchen, einen Marschfox, einen Marschbeat oder vielleicht sogar einen Marschsamba. All das kann man auf Marschmusik tanzen. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt schon einen bunten, unterhaltsamen Abend und der wird eröffnet vom Heeresmusikchor 10 und der Ehrenformation des Wachbataillons der Bundeswehr. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie sehen den NATO-Stern in der Mitte auf dem Rasen. Das Symbol wird jetzt übertragen. Das 18. NATO-Musikfestival wird eröffnet und dazu wird die Flagge der NATO am Fuße der Osttribüne gehisst.
den Flaggen können Sie es erkennen, liebe Zuschauer, welche Länder heute hier beteiligt sind. Neben Deutschland ist das Österreich, die Niederlande, Polen, die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und Nordirland. Und unter dem Union Jack spielt jetzt das Orchester des Königlichen Luftregiments Cranwell. 1942 wurde das gegründet. 41 Musiker sind heute aktiv mit dabei und die spielen am liebsten bei Tanzveranstaltungen. Ich habe es ja gesagt, Militärmusik, das ist auch Tanzmusik. Viel häufiger sieht man sie aber bei großen Paraden oder bei besonderen Anlässen. Und heute ist so ein besonderer Anlass, eine besondere Veranstaltung, das 18. NATO-Musikfestival in Kaiserslautern. Hier ist das Königliche Luftwaffenregiment Cranwell aus Großbritannien.
Nach den Musikern aus Großbritannien und Nordirland kommt jetzt eine Band, für die mir leider die Fähnchen ausgegangen sind, denn es ist eine kunterbunt gemischte Band mit Mitgliedern aus den Vereinigten Staaten, aus der Türkei, Griechenland und Italien. Es ist das Orchester des NATO-Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte in Südeuropa. 1951 wurde das gegründet und damals waren einzig und allein Mitglieder der US-Marine dabei. Doch das internationale Bündnis, das sollte sich natürlich auch musikalisch niederschlagen. Und so wurde das Orchester erweitert um Musiker aus den benannten Ländern. Und zusätzlich kamen auch noch Musiker aus dem US-Heer und der US-Luftwaffe dazu. Und diese Band, die beweist wirklich nachdrücklich, dass die Sprache durchaus eine Barriere sein kann, dass die Musik sie aber überwinden kann. Und deswegen ist ihre Botschaft die internationale Einstimmigkeit.
Bei den Tsitaki-Tänzern eben haben Sie sicherlich ganz schnell gemerkt, wer der Grieche ist, oder? Der hat das halt irgendwie gleich mit der Muttermilch aufgesogen. Er und alle anderen Musiker spielen heute Abend hier übrigens ohne Gage. Und das ist nicht selbstverständlich, denn auch Verteidigungsminister müssen auf den Etat schauen. Und außerdem zahlen die Zuschauer hier im Fritz-Walter-Stadion ja auch Eintritt. Was passiert mit dem Geld? Nun, das streicht sich niemand privat ein, das wird gespendet für karitative Zwecke. Und so ist im Laufe der Jahre einiges zusammengekommen. 1965 fand ja das erste Festival statt und seitdem wurden rund 450.000 Euro gespendet. Damit kann man doch schon viel Gutes tun. Damit die Zuschauer aber auch alle zwei Jahre wieder hierher kommen, heute sind es schätzungsweise rund 15.000. Dafür müssen die Bands doch einiges bieten. Und jetzt bieten die Niederländer etwas. Es ist das Blechblasorchester des königlich-niederländischen Heeres. Eins von vier Musikkorps des niederländischen Heeres. Es ist noch ein junges, gerade mal 8 Jahre alt. Aber die Musiker, das sind alles Vollblut-Profis. Sie studierten oder studieren noch am Konservatorium. Und sie spielen nicht nur, nein, sie singen auch noch. We'll be right back.
wenn Ihnen das Singen, das Musizieren, das Pfeifen des Blechblasorchesters des Königlich Niederländischen Heeres gefallen hat, dann sollten Sie zum nächsten Prinsjesdag nach Holland reisen, denn dann spielen Sie wieder zur Eröffnung des parlamentarischen Jahres. So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu etwas, das allen Ehemännern zeigt, wie gut sie es bei ihren Frauen zu Hause haben. Wenn Sie, meine Herren, ab und zu mal denken, so im Stillen, na ja, der Ton meiner Frau, der ist aber ein bisschen ruppig geworden, dann schauen Sie sich jetzt mal die Jungs der 2. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesverteidigungsministerium an. Die sind nämlich wirklich gedrillt und folgen aufs Wort. Thank you.
Er zu. Halt! Rechts! Links! Gewehr! Ab! Rechts! Oi! Au, gerade! Au! Karabiner, ab! Gewehr! Ab! Karabiner! Auf! Er zu! Mach! Riech! Oi! Au! Gerade! Au!
Also das ist jetzt eine ganz tolle Geschichte. Also jetzt frage ich nochmal vollen Ernstes. Es ist der Oberfähnrich Michel gleich. Es geht um eine Dame. Richtig. Ist die hier bei uns? Die sitzt im Publikum. Weiß sie es? Noch nicht, aber ich denke jetzt. Dann würde ich sagen, lassen Sie mal Ihre Botschaft vom Stapel. Ja, meine liebe Mia. Du weißt, dass ich dir mal erzählt habe, dass ich am liebsten der ganzen Welt erzählen möchte, wie sehr ich dich liebe. Und ich möchte heute vor dieser tollen Kulisse damit anfangen. Du bist für mich die wunderschönste, tollste und anmutigste Frau auf dieser Welt. Ich werde immer für dich da sein, dich lieben, stärken und ehren, so wie es dir gebührt. Ich liebe dich, Mia. Und wir sind alle Zeugen. Herrlich. Meine Damen und Herren, ist das nicht schön? Oh. Oh, jetzt geht, der Blumenstrauß geht auch noch. Ich finde es ganz toll. Das NATO-Musikfestival hier in Kaiserslautern hat ja nun schon eine lange Tradition. 1965 fand es zum ersten Mal statt. Das ist aber überhaupt noch gar nichts gegen die Tradition der Militärmusik an sich. Die gab es nämlich schon bei den alten Römern. Damals setzten die Tuba-Bläser die Signale. Dann im Mittelalter waren es die Spielleute, die Trommler und Pfeifer. Aber so richtig gegründet wurde die Militärkapelle an sich während der Kreuzzüge. Und dann übernahmen die Trompeter die Aufgabe. Ja, und eine lange Tradition hat auch die Militärmusik Tirol. Schon immer begleiteten Spielleute die Landesverteidiger. Und bereits seit 1511 hat jede Kompanie in Tirol eigene Spielleute. Die Militärmusik Tirol, die Sie jetzt gleich sehen und hören werden, die wurde 1957 gegründet. Seitdem haben sie unzählige Auftritte bestritten und besonders stolz sind sie auf ihren Auftritt 1976 bei den 12. Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Heute sind sie in Kaiserslautern, darüber freuen wir uns sehr. Die Militärmusik Tirol mit einem Klarinettenspieler, der zeigt, wie viel Freude Militärmusik machen kann.
die Militärmusik Tirol, wären übrigens die Tuba- und Trompetenbläser in Tirol schon längst ausgestorben, denn sie ist die Ausbildungsstätte für Blasmusiker in Tirol. So, von Österreich kommen wir jetzt nach Polen. Das Musikkorps der polnischen Luftstreit- und Luftverteidigungskräfte feiert in diesem Jahr 55-jähriges Bestehen. Ihre Uniformen sind noch viel älter. Die gehen auf das Jahr 1830 zurück. Damals rebellierten die Studenten einer Offizierschule in Warschau, und zwar gegen die Unterdrückung des Zaren für die Freiheit von Polen. Und die Farben dieser Uniformen sind die Farben der Offizierschule. Die Polen sind echte Kosmopoliten, und das merkt man gleich an ihrem Repertoire. Sie spielen so wunderschöne Stücke wie The Washington Post, African Symphony oder die Tulpen aus Amsterdam. Und ihre schönsten Stücke, die spielen sie jetzt für Sie.
Nach dieser hinreißenden Darbietung der Polen erübrigt sich, glaube ich, die Frage, sind Musiker in Uniform mehr Musiker oder mehr Soldaten? So, jetzt wird es aber Zeit, sich an einen Mann zu erinnern, der die Militärmusik so richtig populär gemacht hatte, Glenn Miller. 1937 gründete er seine erste eigene Band, war wahnsinnig erfolgreich damit und entwickelte mit diesem Orchester auch diesen typischen Glenn Miller Sound. Das heißt, vier Saxophone und eine führende Klarinette. Ja, 1942 dann löste er diese erfolgreiche Band auf, meldete sich zum Militär und machte dort bis zu seinem Tod 1944 den Soldaten mit seiner US Army Air Force Band jede Menge Freude. Denken Sie an Titel wie Moonlight, Serenade oder In the Mood. Glenn Miller ist das große Vorbild des Orchesters der US-Luftstreitkräfte in Europa. Sie wollen mit ihrer Musik die Leichtigkeit und die Ungezwungenheit der amerikanischen Musik den Zuschauern nahebringen. Und deswegen sind sie auch viel als musikalische Botschafter in der Welt unterwegs. Heute sind sie in Kaiserslautern und wir freuen uns jetzt auf das Orchester der US-Luftstreitkräfte in Europa. Thank you.
Unter der amerikanischen Flagge spielte das Musikkorps der US-Luftstreitkräfte in Europa. Die Stars and Stripes, die brauchen wir erst am Ende der Sendung wieder, wenn alle Bands zusammenspielen werden. Doch jetzt können Sie sich erstmal auf das Heeresmusikkorps 10 aus Ulm freuen. Die Musiker und Musikerinnen, die sehen sich als zwingende und klingende Botschafter der 10. Panzerdivision. Und ihre Musik soll sich anhören wie die Truppe selbst, nämlich durchaus traditionell, aber auch dynamisch und modern. Wie sich diese Musik anhört, hören Sie selbst.
Das Heeresmusikkorps 10 aus Ulm war das letzte in unserer musikalischen Reihe, aber noch ist nicht Schluss, denn es wird noch zum Zapfenstreich geblasen und daran beteiligen sich alle Orchester, die heute mit dabei waren. Aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien und Nordirland, aus den Niederlanden, Polen, Österreich und Deutschland und natürlich ist da auch das Orchester des NATO-Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte in Südeuropa mit dabei. Ich hoffe, Sie hatten Freude an unserem Ausflug in die Marschmusik. Die Kapellen hatten die Freude ganz bestimmt, das hat man gehört und hört es immer noch. Die Bandleader übrigens, die bekommen ein kleines Gastgeschenk, diesen Würfel hier nämlich. So sieht man nur NATO-Musikfestival Kaiserslautern. Wenn man ihn dreht, da sieht man ein Saxophon. Finde ich eine sehr schöne Erinnerung. Ich hoffe, Sie haben auch eine schöne Erinnerung an dieses Festival, nämlich, dass Militärmusik nicht nur Marschmusik ist, sondern auch ein bisschen Jazz, ein bisschen Swing, ein bisschen Dixieland, ja, sogar ein bisschen Schlager. Kurz, Militärmusik ist populär und das weltweit. Und es wäre schön, wenn irgendwann mal die Menschen auf Marschmusik nicht mehr marschieren würden, sondern nur noch tanzen. Ich verabschiede mich jetzt mit dem großen Finale vom 18. NATO-Musikfestival und wünsche Ihnen eine beschwingte Nacht. Tschüss.
Nation. Dies. Das Gewehr